Hallo, ihr seid neu an der FU und findet euch noch nicht zurecht? Das Studium an der Universität beinhaltet auch den Umgang mit den verschiedenen Online-Portalen. Diese können am Anfang verwirrend sein, dazu gibt es aber keinen Grund. Um es euch etwas leichter zu machen, zeige ich euch den Weg von der Erstellung eures Accounts bis hin zum problemlosen Studieren. Die Portale, die ich euch vorstelle, sind CEDAT, das Vorlesungsverzeichnis, Campus Management und Blackboard. Los geht's mit dem Portal der CEDAT. Auf der Startseite der CEDAT, zu der ihr über www.cedat.fu-berlin.de gelangt, klickt ihr links auf Portal, um euch einzuloggen. Die Zugangsdaten solltet ihr bereits per Post bekommen haben. Meldet euch mit euren temporären Zugangsdaten an. Hier seht ihr zunächst eine Übersicht mit den verschiedenen Diensten. Es wird empfohlen, das von der FU automatisch zugewiesene Passwort in ein eigenes Passwort zu ändern, um die Sicherheit zu erhöhen. Dazu klickt ihr rechts bei Account auf Passwort. Im CEDAT-Portal landen alle E-Mails von Dozenten, Kommilitonen und allgemeine Informationen. Um sich nicht jedes Mal bei dem CEDAT-Portal einloggen zu müssen, ist es hilfreich, diesen E-Mail-Account mit eurem privaten zu verknüpfen. Dazu geht ihr auf der Startseite links bei E-Mail/Telefon auf E-Mail-Einstellungen und anschließend bei Weiterleitung auf Konfigurieren. Hier könnt ihr nun eure private E-Mail-Adresse eingeben. Eine weitere wichtige Funktion ist die Druckfunktion. In den CEDAT-Räumen der Uni könnt ihr Dokumente und Materialien ausdrucken. Dazu habt ihr zu Anfang ein Freikontingent von 5 Euro. Bei Drucken, Konto auf der Startseite könnt ihr einsehen, wie viel Druckkontingent ihr noch habt. Die CEDAT bietet zudem die Möglichkeit, weitere Immatrikulationsbescheinigungen auszudrucken. Dazu klickt ihr auf der Startseite rechts unter Dienste für Studierende auf Portal der Studierendenverwaltung, Online-Rückmeldung und Adressänderung. Dann auf Studierendenverwaltung, Rückmeldung, Adressänderung. Dann auf Immatrikulationsbescheinigung und zuletzt unten erneut auf Immatrikulationsbescheinigung. Auf demselben Weg habt ihr auch die Möglichkeit, englische Immatrikulationsbescheinigungen auszudrucken sowie eure Adresse zu ändern, falls ihr im Laufe eures Studiums umzieht. Zudem stellt die CEDAT einige Programme zur Verfügung, die euch während eures Studiums behilflich sein können. Geht dazu auf der Startseite oben in der Taskleiste auf Software und dann auf Software in Klammern private Nutzung. Hier findet ihr einige kostenlose Programme, die euch beim wissenschaftlichen Arbeiten nützlich sein können. Loggt euch zum Schluss oben rechts wieder aus. Der erste Schritt ist geschafft. Da ihr euch bald für eure Kurse anmelden müsst, starten wir jetzt mit dem Vorlesungsverzeichnis. Zum Vorlesungsverzeichnis gelangt ihr über die Internetadresse www.fu-berlin.de/vv. Es öffnet sich nun das aktuelle Vorlesungsverzeichnis. Ganz oben seht ihr eine Leiste mit den Begriffen Fachbereiche, Zentralinstitute, Zentraleinrichtungen, weitere Einrichtungen und Semester. Davon ist für euch hauptsächlich der Menüpunkt Fachbereiche relevant. Aus der nun sichtbaren Liste wählt ihr den euch interessierenden Fachbereich aus. Es öffnet sich erneut eine Seite, auf der ihr euren Studiengang anklickt. Jetzt sind wir endlich auf der Seite, die uns interessiert. Ihr seht jetzt alle Module, die im aktuellen Semester angeboten werden. Ganz unten werden die Module aufgelistet, die nicht in diesem Semester angeboten werden. Schauen wir uns nun ein Modul genauer an. Ihr seht den Namen des Moduls und darunter eine Liste der dazugehörigen Lehrveranstaltungen. Zu jeder Veranstaltung findet ihr die fünfstellige Lehrveranstaltungsnummer und in den meisten Fällen den Dozenten, die Dozentin bzw. den Professoren, die Professorin. Des Weiteren werden Angaben über die Zeit und den Ort der jeweiligen Lehrveranstaltung gegeben. Wollt ihr nun noch mehr Informationen, könnt ihr auf die euch interessierende Lehrveranstaltung klicken. Manche Dozenten beschreiben ihre Veranstaltung in einem Kommentar, und ihr habt die Möglichkeit, alle Termine der Lehrveranstaltung einzusehen. Da die meisten Seminare platzbeschränkt sind und daher mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten angeboten werden, empfehle ich euch, mithilfe des Vorlesungsverzeichnisses einen Stundenplan zu erstellen.
Sucht euch die Kurse raus, die euch von den Zeiten, Dozenten oder Inhalten am meisten zusagen und notiert sie in eurem Stundenplan. Dann fällt euch die Auswahl und Anmeldung im Campusmanagement später leichter. Rechts seht ihr sowohl ein Suchfeld als auch eine Aufteilung aller Module in Grundlagenmodule, Vertiefungsmodule und ABV-Module. Diese Aufteilung kann euch dabei helfen, schnell ein bestimmtes Modul oder eine Veranstaltung zu finden. Das war doch gar nicht so schwer und die Hälfte haben wir schon geschafft. Jetzt befassen wir uns mit der Anmeldung zu den Kursen im Campusmanagement. Jetzt schauen wir uns das Campusmanagement an. Dieses Portal dient der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen sowie der Einsicht eurer bisherigen Studienleistungen. Das Campusmanagement findet ihr über www.ecampus.fu-berlin.de. Loggt euch jetzt mit euren Anmeldedaten ein und haltet den Stundenplan, den ihr vorher mithilfe des Vorlesungsverzeichnisses angefertigt habt, bereit. Der Anmeldezeitraum für die Seminare und Vorlesungen startet immer mit dem ersten Tag des neuen Semesters. Das ist im Wintersemester der 1. Oktober und im Sommersemester der 1. April. Nun habt ihr 10 Tage Zeit, euch für die platzbeschränkten Lehrveranstaltungen einzuschreiben. Dabei ist der Zeitpunkt der Eintragung bei platzbeschränkten Lehrveranstaltungen nicht maßgeblich, da erst nach Ablauf des Präferenzzeitraums die Präferenzen ausgewertet werden und die Zuteilung stattfindet. Ihr habt noch bis zum Ende des Monats Zeit, eventuelle Änderungen vorzunehmen. Bei An- und Abmeldung oben links könnt ihr Lehrveranstaltungen für Erziehungswissenschaft, den affinen Bereich und den ABV-Bereich wählen. Klickt dazu auf das Feld Neues Modul wählen und sucht euch das Modul, das ihr im Semester belegen wollt, aus. Nun werden euch die in diesem Modul angebotenen Vorlesungen und Seminare angezeigt. Die Vorlesungen sind immer Direktbuchungen. Also müsst ihr nur ein Häkchen setzen, um dafür angemeldet zu sein. Für die darunter aufgeführten Seminare ist nun euer vorgefertigter Stundenplan wichtig. Mithilfe dessen könnt ihr eure Präferenzen angeben. Mit der Auswahl der Präferenz 1 im hinteren Kästchen bestimmt ihr dieses Seminar als euer Wunschseminar. Da jedoch nicht sicher ist, dass ihr genau dieses Seminar bekommt, könnt ihr weitere Präferenzen angeben. Danach klickt ihr auf Weiter und Bestätigen, um den Buchungsvorgang abzuschließen. Mit dem Menüpunkt Zurück zu Meine Module gelangt ihr wieder zur Modulübersicht. Während des Anmeldezeitraums habt ihr jederzeit die Möglichkeit, eure Präferenzen zu ändern, indem ihr auf den Stift klickt und die Präferenzen neu vergebt und bestätigt. Verfahrt so auch mit den anderen Modulen, die ihr belegen möchtet. Nun heißt es warten auf die Zuteilung eurer Seminare. Wenn der Präferenzzeitraum vorüber ist, könnt ihr unter Stundenplan eure Veranstaltungen sehen. Bis zum ersten Tag des nachfolgenden Monats ist es noch möglich, sich für Lehrveranstaltungen an- und abzumelden. Ihr habt also weiterhin die Möglichkeit, das Seminar zu wechseln, sofern noch Plätze frei sind oder es sich um eine platzunbeschränkte Veranstaltung handelt. Besonders wichtig wird das Campusmanagement wieder zum Ende des Semesters, wenn es um eure Noten und Teilnahmebestätigungen geht. Bei dem Menüpunkt Noten und Punkte könnt ihr eure erbrachten Leistungen einsehen. Am Ende eines Semesters wird hier von den Dozierenden die aktive und regelmäßige Teilnahme bestätigt und die Modulnote eingetragen. Wurde das von allen Dozenten gemacht, erscheint das Modul grün und die Leistungspunkte werden euch angerechnet. Sobald einige Module abgeschlossen sind, habt ihr die Möglichkeit, euch eine vorläufige Durchschnittsnote ausrechnen zu lassen, indem ihr auf Durchschnittsnote berechnen klickt, um einen Überblick über eure bisherigen Leistungen zu bekommen. Ihr könnt euch Modulbescheinigungen von abgeschlossenen Modulen ausdrucken, die bei Bewerbungen für eventuelle Praktika oder Jobs einen guten Eindruck machen können.
Ihr verlasst die Seite, indem ihr auf Logout klickt. Auch das haben wir geschafft. Jetzt fehlt nur noch Blackboard. Hier könnt ihr momentan noch nicht so viel machen, aber es ist schon mal gut zu wissen, wie es später für euch weitergeht. Zugang zum Blackboard erhaltet ihr über www.lms.fu-berlin.de. Loggt euch nun mit euren CDAT-Benutzerdaten ein. Das Blackboard dient Dozenten sowie Studierenden vor allem dazu, Präsentationen, Lektüren und anderes Kursmaterial für alle Teilnehmenden an der jeweiligen Lehrveranstaltung zur Verfügung zu stellen. Ihr befindet euch nun im Menüpunkt Mein Campus. Hier habt ihr eine gute Übersicht über die Kurse, in denen ihr momentan Mitglied seid. Auch eine Übersicht der aktuellsten Ankündigungen ist hier zu sehen. Um Zugang zu den einzelnen Lehrveranstaltungen zu erhalten, solltet ihr euch in diesen zunächst beim Dozierenden erkundigen, ob er vorhat, das Blackboard zu nutzen. Grundsätzlich seid ihr automatisch im Blackboard Mitglied in jenen Kursen, für die ihr auch im Campusmanagement angemeldet seid. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein oder möchtet ihr Zugang zu anderen Kursen erhalten, habt ihr die Möglichkeit, die Veranstaltung manuell zu suchen. Dazu klickt ihr im Menü zunächst auf Courses. Hier habt ihr erneut eine Übersicht über alle Kurse, in die ihr eingeschrieben seid und könnt die Kurskataloge der verschiedenen Fachbereiche durchsuchen. Links auf dieser Seite findet ihr die Option Kurs Search. Hier gebt ihr den Namen der Lehrveranstaltung ein. Solltet ihr so auf keine Ergebnisse stoßen, ist es oft hilfreich, die Suchkategorie von Name zu ID zu ändern und stattdessen nach der Lehrveranstaltungsnummer zu suchen. Habt ihr die richtige Veranstaltung gefunden, klickt ihr auf Enroll. Manche Dozenten haben ein Passwort für ihre Veranstaltung eingestellt. Dieses müsst ihr gegebenerweise vorher beim Dozierenden erfragen. Gebt das Passwort ein und klickt auf Submit. Geht nun zurück zu Mein Campus. Wir gucken uns jetzt die verschiedenen Möglichkeiten des Blackboards anhand einer Lehrveranstaltung an. Ihr gelangt zuerst zu dem Menüpunkt Ankündigungen. Hier stehen in der Regel alle wichtigen Informationen bezüglich aktuellen Terminänderungen oder andere Ankündigungen, die der Dozent euch wissen lassen möchte. Da jeder Dozent das Blackboard etwas unterschiedlich für sich nutzt, ist es schwierig, pauschale Aussagen über die Inhalte der einzelnen Ordner zu treffen. Wenn ihr diese nacheinander durchklickt, bekommt ihr aber selbst schnell einen Überblick, wo was zu finden ist. Die meisten Dozenten nutzen vor allem den Ordner Kursmaterial zur Bereitstellung der Lehrveranstaltungsinhalte. Vorlesungsfolien, Seminarlektüre oder Referatspräsentationen sind hier auffindbar und zur Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung wichtig. Ein weiterer Vorteil, den das Blackboard bietet, ist der Menüpunkt E-Mail. Hier könnt ihr euren Dozenten und die Kursteilnehmer über ihre CDAT-Mailadresse erreichen. Sowohl Mails an einzelne Kommilitonen als auch eine Rundmail an alle Teilnehmer ist so problemlos möglich. Klickt ihr oben rechts auf das Feld mit eurem Namen und dort dann auf die Uhr, seht ihr noch einmal alle aktuellen Updates in allen Lehrveranstaltungen auf einen Blick. Wenn ihr auf Mein Campus klickt, gelangt ihr zurück auf die Startseite. Zum Schluss könnt ihr euch über den Button oben rechts in der Ecke wieder ausloggen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr kennt jetzt die wichtigsten Portale der FU. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und freut euch auf euer Studium. Viel Erfolg!